stehe hier vor einer Nürnberger Sehenswürdigkeit, das heutige Künstlerhaus, frühere KOM, direkt in der Altstadt. Da gibt es seit ganz kurzem jetzt ein neues Restaurant im ehemaligen KOM-Café, die Auguste. Ist eine Sache, die gibt es in Nürnberg schon an einem anderen Standort in der Südstadt seit einer Weile. Da auch sehr zu empfehlen, sehr, sehr leckere Burger und vor allem alles Bio. Auch vegetarische, vegane Burger, also da findet jeder was, was ihm schmeckt. Hier die Location ist neu, das Konzept ist das gleiche. Ich habe da gerade einen klassischen Burger mit Rindfleisch gegessen, der war sehr, sehr gut, vor allem nicht totgebraten, sondern noch ganz leicht rosa innen. So soll das sein, auch wenn sich das viele Restaurants nicht trauen. Ich finde es total super. Ich hatte einen Sonderwunsch, ich wollte es scharf haben. Dem wurde entsprochen mit einer frischen gehackten Chili, also auch super, so soll es sein. Leckere Pommes waren noch dabei. Das Ganze natürlich nicht ganz billig, weil das Biofleisch kostet halt seinen Preis. Unterm Strich war ich jetzt mit einer Premium-Cola zusammen mit 19,70 Euro dabei. Das ist aber auch okay, ist angemessen. Absolute Empfehlung.